Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Sandra Heim von Mama Revolution und Sabine Menken von Mütter der neuen Zeit. Und in diesem Video möchten wir uns über das Thema unterhalten, Schulpflicht oder Selbstermächtigung. Und wir möchten euch drei Schritte an die Hand geben, die es euch erleichtern, zu eurer eigenen Wahrheit zu stehen und in den Widerstand zu gehen, aber so, dass es nicht unbedingt stressig oder laut werden muss, sondern so, dass es von innen herauskommt und ihr euch einfach selbst ermächtigt, um zu eurer Wahrheit zu stehen und zu den Bedürfnissen eurer Kinder. Und das ist eben das, was Sabine und ich beobachten zurzeit, was Corona mit unseren Kindern macht. Ja, was unseren Kindern zugemutet wird in diesem ganzen Kontext von Social Distancing und vermeintlichen Anordnungen, die zum Wohle aller dienen sollten, wo wir aber auch ganz klar sehen können, das hat große Nebeneffekte, die überhaupt nicht mehr im Zeichen von Gesundheit stehen. Und was wir auch sehen können, ist, dass Mütter wirklich vermehrt aufstehen. Vielleicht noch nicht öffentlich, aber in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, hören wir von ganz vielen Müttern, dass sie sich eigentlich nicht an diese neuen potenziellen Gesetze halten möchten, ja, dass sie ihren Kindern nicht eine Maske aufsetzen möchten, dass sie die Masernimpfpflicht in Frage stellen und dass viele Dinge jetzt gerade auf uns zukommen, die sich innerlich im Herzen einer Mutter einfach nicht gut und stimmig anfühlen. Und wir möchten euch heute drei Schritte an die Hand geben, um genau diesem Gefühl Macht zu verleihen und aus diesem Gefühl heraus gerade stehen zu bleiben und nicht einzuknicken. Und der erste Schritt heißt, ernenne dich selbst zur Expertin. Ja, vielen Dank, Sandra, für deine Einleitung. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch beide festgestellt, warum ist es im Moment wichtiger denn je, dass Mütter das Gefühl haben, dass sie Teil des Ganzen sind und auch zu einem Wandel beitragen können. Ja? Denn was ja jetzt deutlich wird, ich meine, wir sind seit Mitte März, ja, in dieser Corona-Geschichte, in diesem Corona-Narrativ, wie wir es genannt haben, gefangen. Und obwohl auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt zum Beispiel die Zahlen sind, ja, wo man sagen kann, es gibt keinen Grund mehr, ja, wenn man das mit anderen Viruskrankheiten, ja, Grippeerkrankungen in anderen Jahren vergleicht, sind wir sogar, ja, in einer geringeren Sterblichkeit, ja. Also es gab nie diese große Pandemie, von der erzählt wurde. Sogar im Innenministerium ist ja die Studie veröffentlicht worden, ja, aber natürlich wunderbar von den Medien unterdrückt worden, dass die Maßnahmen gar nicht notwendig geworden sind. Das heißt, es gibt eigentlich auf der Faktenebene ganz viel, was man hinterfragen kann, was dazu beiträgt zu sagen, dieses Narrativ Corona ist nicht mehr notwendig. Aber auf der Narrativebene, das, was uns über die Medien gezeigt wird, die Bilder, mit denen wir beeinflusst werden, die Verordnungen, mit denen eben jetzt in den Schulen gearbeitet wird, die zeigt ja, dass offensichtlich etwas weiter in die Zukunft geschrieben wird, obwohl es keine Basis dafür gibt. Und das finden wir beide sehr, sehr besorgniserregend. Und wie du sagst, es gibt immer mehr Mütter, das beobachte ich in meinem Kreis auf, die sagen, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich will meinem Kind es nicht zumuten. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel von Kindertagesstätten weiß ich auch, dass die Mütter da nicht mehr mit rein dürfen, dass sie ihre Kinder mit Maske verabschieden sollen und die Kinder dann, obwohl sie jetzt wochenlang nicht in der Kita waren, sich von heute auf morgen dann wieder eingewöhnen sollen, genauso in der Schule plötzlich ein Verhalten von heute auf morgen auf den Tag legen sollen, was eigentlich etwas ist,
was dem Kind total widerspricht, was seiner gesunden seelisch-geistigen Entwicklung 100% widerspricht. Ja? Und Mütter fühlen das und merken, was kann ich denn tun? Denn da gibt es einerseits die Schulpflicht, ja, die natürlich erstmal obligatorisch ist. Und da gibt es aber etwas, was offensichtlich ein Wahrheitsgefühl ist. Und es ist tatsächlich ein Gefühl, liebe Mütter da draußen. Es ist etwas, was sozusagen nicht unbedingt vernünftig erklärt werden muss, sondern etwas, wo ich spüre, das kann nicht wahr sein und wo ich ringe damit. Und sich dem jetzt zu stellen und zu merken, ja, ich traue diesem Wahrheitsgefühl. Und vielleicht, wenn ich Menschen zuhöre, wenn wir euch jetzt da inspirieren können, dann geht es darum, berühren unsere Worte euch. Kommt ihr damit in Resonanz? Denn Wahrheit zeigt sich über etwas, wo wir berührt sind. Und dann spüre ich, ja, da ist was in mir, was richtig laut werden darf. Ja? Was ein, wie du sagst, ein Experte ist, dem ich trauen darf. Jemand, da wohnt etwas in mir, was vielleicht tatsächlich in seinem Auftrag, was jetzt mein Handeln betrifft, über den Verordnungen und Gesetzen stehen darf. Ja, und das ist jetzt auch genau der Punkt, wo wir uns selbst zur Expertin ernennen dürfen. So wie ich persönlich das beispielsweise in der Geburt meiner Tochter auch gemacht habe. Ja, wo am Schluss nach 9 Monaten wirklich traute Harmonie und Begleitung von einer Hebamme, ich doch für 2 Tage in der Klinik gelandet bin. Und dann stand dieser Arzt vor mir und hat versucht, mich mit seinen analytischen Daten, Vermutungen, die auch überhaupt gar keinen Sinn gemacht haben, so zu verunsichern, dass ich dann zustimme und sage, ja, okay, dann leiten wir jetzt die Geburt meiner Tochter ein, ja, aufgrund von einem Expertentum, das keinen Sinn gemacht hat. Ja. Und ich habe diesen Arzt dann auch am Schluss gefragt, also einerseits sind alle Werte okay, andererseits versuchen sie mir klarzumachen, dass hier eine totale Gefahr besteht. Das macht für mich keinen Sinn. Warum soll ich die Geburt meines Kindes jetzt künstlich initiieren, wenn alle Werte in Ordnung sind? Und der hat keine Antwort darauf gehabt. Seine Antwort war nur, dass er super aggressiv geworden ist und uns noch mehr gedroht hat. Ja. Und das war dann auch der Moment, wo wir nach Hause gefahren sind und dann haben die Wehen auf der Fahrt nach Hause angefangen. Und das meinen wir mit, ernenne dich selbst zur Expertin, weil da drinnen gibt es eben genau diese Wahrheit und die navigiert mit kälter, wärmer, weiter, enger. Und was dann aber auch hilfreich ist, ist sich wirklich zu informieren, ja? Und wirklich einfach hinter dieses offizielle Narrativ zu schauen und dem ins Auge zu schauen, dass es einfach Dinge gibt in dieser ganzen offiziellen Geschichte, die machen keinen Sinn. Ja. Einerseits sollen alle Mundschutz tragen, andererseits sagt der Virologenexperte Nummer 1, Dr. Drosten, in einem Interview, ja, Mundschutz macht eigentlich an sich keinen Sinn. Und da gibt es so, so, so viele Widersprüche, wo wir nur an die Wahrheit rankommen, wenn wir uns auf dieses innere Gefühl verlassen. Und das ist sozusagen unser Tipp an euch, nehmt dieses Gefühl ernst, informiert euch zusätzlich und dann habt ihr wirklich einen guten, festen Boden im Kontakt mit den Personen, die das System vertreten, seien es jetzt Lehrer oder Ärzte, all die Menschen, wo wir einfach bei uns bleiben sollten jetzt in dieser Phase, um unser Kind zu beschützen. Genau, also ich denke, je mehr man in diesen Informationskrieg, ist es ja fast schon, einsteigt, desto mehr wird man natürlich die Widersprüche auch merken, wenn man sich um alternative Quellen bemüht, die es ja ausreichend inzwischen gibt, ja, und nicht minder wissenschaftlich.
Das heißt, was eigentlich passiert, auch auf der politischen Ebene im Moment, ist ja, dass deutlich wird, dass die Wissenschaft etwas ist, was nie zu Ende gedacht ist, offensichtlich. Ein Herr Drosten, wie du sagst, entschuldigt sich permanent dann sogar damit, ja, wir können ja auch immer nur im Moment die Forschungsergebnisse handeln, da könnte es ja wieder neue geben. Das heißt, sie gestehen ja zu, dass sie keinen Anspruch auf die ultimative Wahrheit haben. Hm. Deswegen ist es jetzt wichtig, denken zu lernen, denn das ganze Corona, sage ich mal, Phänomen, dem wir jetzt als Menschen weltweit ausgesetzt sind, Corona heißt ja die Krone. Und das fand ich für mich ganz spannend, das zu entdecken, lateinisch die Krone. Da geht es doch um die Krone der Schöpfung im Sinne von, geht es nicht darum, dass jeder selber seine Krone jetzt aussetzt, denn wir befinden uns seit einigen Jahren in einem riesigen Shift und damit habe ich eigentlich meine Seelenwegbegleitung ja 10 Jahre gemacht, vom Verstand zum Bewusstsein. Die ganzen Expertisen, die ganzen Informationen beruhen auf verstandesmäßig erfassten Fakten. Mhm. Aber jeder hat doch einen eigenen Zusammenhang, Lebenszusammenhang. Jeder hat eine individuelle Biografie. Jeder hat einen anderen Vergangenheitsstrom und steht damit auch seelisch in einer anderen Resonanz zu dem, was da geschieht. Deswegen wird auch jeder die Situation anders bewerten. Wir können nie auf einen Level von Objektivität kommen, weil jeder subjektiv da drin steht. Und eine der großen philosophischen Fragen ist ja, ohne da näher drauf einzugehen, gibt es die Objektivität? Nein, es gibt die subjektiven Wahrheitsempfindungen, die eben mit dem zu tun haben, wo kommen wir her und wo wollen wir hin, wenn wir anfangen, unsere Schöpferkrone aufzusetzen. Ja. Dann darf ich mich ermächtigen, dass Gesetze immer nur durchschnittliches Bewusstsein sind. Das, was im Moment passiert, ist durchschnittliches Bewusstsein getragen von einer trägen Masse, ja, die sich noch nie darum bemüht hat, wie Gesellschaft aussehen soll, wie wir miteinander leben wollen. Aber es geht ja um viel mehr in diesem Leben. Es geht darum, dass wir Erfahrungen machen, wer wir wirklich, wirklich sind. Und das können wir nicht besser als jetzt, indem wir anfangen, Gesetze in Frage zu stellen, die keine wirkliche gesetzliche Grundlage haben und die dem und den Kindern nicht dienen. Genau. Und das sind Gesetze auf Bundesebene, das sind aber auch die Gesetze einer einzelnen Schule beispielsweise, Verordnungen einer einzelnen Schule. Und da sind wir auch am zweiten Punkt. Orientiere dich an der Beziehung zu deinem Kind. Nämlich in dieser Beziehung steckt die Wahrheit. Ja? Also wenn du in Beziehung bleibst mit deinem Kind und das als deinen Wegweiser siehst, dann wirst du sehr schnell ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln, wohin führt uns persönlich dieser Weg. Ja? Und dann können die Lehrer da stehen und können sagen, ja, es ist aber wichtig und sie wissen doch, Frau so und so, dass wir wollen unsere Kinder schützen, bla 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 bla, deswegen ist der Mundschutz wichtig, deswegen ist 1,5 Meter Abstand wichtig, bla 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 bla. Wenn das eigene Kind aber nach Hause kommt und jede Mutter kann in Sekundenschnelle die Mimik ihres Kindes lesen, versteht eigentlich sofort, geht es meinem Kind gut oder geht es ihm nicht gut? Und dann ist so dieser nächste Schritt in die Selbstermächtigung auch einfach anzuerkennen oder diesen Schritt in die Freiheit zu gehen und zu sagen, wenn mein Kind sich auffällig verhält, ja, wenn es erstmal total durch den Wind ist, nachdem es von der Schule kommt zum Beispiel, wenn mein Kind Ängste entwickelt, wenn mein Kind Schlafstörungen entwickelt oder was auch immer, dann hinterfrage ich nicht als erstes mein Kind, sondern dann hinterfrage ich das System. Und dann befindet man sich auf einem guten Weg, weil Kinder sind Wahrheit, Kinder sind Unschuld. Und wenn Kinder auffällig reagieren, dann liegt das an etwas, was sie im Außen erlebt haben und nicht, weil sie innerlich irgendwie, wenn Kinder sich nicht anpassen können, dann muss man sich wirklich fragen, warum sollte ich es dann anpassen? Wenn mein Kind sich nicht anpassen will, warum sollte ich es dann anpassen? Ja, weil mein Kind ist gesund. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, ja, dass eigentlich das Kind und sein System als Ganzes betrachtet werden müssen. Ja,
auch wenn es unter Umständen erstmal unangenehm ist, dass das Kind Symptome hat, wie du gesagt hast, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Kinder jetzt mit Symptomen reagieren. Ja? Denn ihr ganzer Alltag hat sich von heute auf morgen schockartig verändert. Kinder brauchen Sicherheiten, ja? Brauchen eigentlich ja, etwas, wo die Welt gut und schön ist, der ich vertrauen kann, wo ich mit meiner Seele gerne hier sein will. Sonst fängt die Seele an, sich zurückzuziehen. Und dann kommt es eben zu solchen Symptomen, bis dahin, dass sich ja Kinder regressiv entwickeln können. Und dann wäre es ja unser gemeinsamer großer Appell, wie du schon formuliert hast, gebt den Kindern jetzt nicht die Verantwortung. Mhm. Mann, wieso bist du so, dass sie sich nicht anpassen? Denn selbst wenn sie sich seelisch scheinbar anpassen, weil Angst führt ja oft zu Anpassungszwängen, das wissen wir, man kann alle Kinder klein machen, indem man eben sie demütigt, indem man ihnen Angst einflößt und beides geschieht. Der Mundschutz ist meiner Ansicht nach eine Demütigung für eine Seele. Und ein Kind empfindet sich oft noch wunderbarerweise viel mehr als Seele, als wir. Ja, es ist noch viel kosmischer in seiner Wahrnehmung und angebundener als wir gut sozialisierte, angepasste Bundesbürger. Und jetzt spürt das Kind, dass gerade im zweiten Jahr siebt, im Schulalter, will die Seele ihren Innenraum entfalten, will die Seele in einen kreativen Austausch kommen mit der Welt. Das heißt, einen ich-bezogenen Austausch, einen individuellen Austausch. Jetzt sehe ich gestern zum Beispiel auf Facebook ein Foto, wo ein Homeschooling etabliert wurde, ja, wo man sieht, wie sie da alle über Zoom einzeln abgebildet sind. Und ich frage mich, ist das auch ein Teil des neuen Alltags in Tüttelchen, wo jetzt wieder eine Hierarchie etabliert wird? Weil wir sind ja eigentlich pädagogisch angekommen, dass die Kinder kreativer arbeiten, spontaner im Unterricht, ja, dass man nicht so viel Frontalunterricht macht, sondern dass sie in Gruppen arbeiten, ja, um ihren Selbstausdruck zu gewährleisten. Was jetzt passiert, ist, dass die alle wieder nicht mehr miteinander kreativ im Kontakt sind, auch über das Social Distancing, ja, dass das, was eigentlich die Seele bei den Kindern im Miteinander ausmacht, abgeschnitten wird und auf einen Lehrer gerichtet wird. Also was ja, das, was du meinst, ist ja kein Homeschooling, das ist ja einfach nur, wir müssen den Schulstoff, ja, den staatlich vorgegebenen Schulstoff zu Hause durchboxen. Das ist ja kein Homeschooling. Was Mütter und Eltern genau machen, wirklich Homeschooling oder Unschooling machen. Ja, ja. Ja. Genau. Ja, und um das noch fertig zu sprechen, also dieses zweite Jahrzehnt will eigentlich genau von der seelisch-geistigen Entwicklung her in eine entgegengesetzte Richtung von dem, was den Kindern zugemutet wird. Insofern kann es eigentlich fast gar nicht sein, dass die irgendwie, ja, ganz individuell mit Essstörungen, mit Appetitverlust, mit Ängsten, mit Träumen, mit irgendwas reagieren werden. Weil wir haben ja schon das letzte Mal angesprochen, das halten wir für eine Traumatisierung, was da geschieht im Moment in den Schulen. Ja. Und da ist es so wichtig, dass wir das einfach auffangen. Ja, weil wir als Eltern, als Mütter, wir haben ja die Möglichkeit, sowas auch in Momenten wieder aufzulösen. Ja, ein Gespräch, eine Umarmung, einmal dem Kind klar machen, mit dir ist alles in Ordnung und ich verstehe, warum du dich so fühlst und es ist alles gut. Und ich finde, das dürfen wir uns wirklich noch viel mehr ins Bewusstsein zurückholen, dass wir die Größe und die Echtheit von unseren Kindern sehen. Und ich merke das immer wieder an meiner Tochter und es fasziniert mich, dieses, wenn meine Tochter merkt, hier, irgendwas ist hier gerade nicht gerecht, ja, also vielleicht ist es ein unbedachtes Wort oder sowas, ja, von mir oder von meinem Mann oder sowas, dann reagiert sie sofort, ja. Und vielleicht fängt sie an zu weinen zum Beispiel, ja, und dann weiß ich, oh, stimmt, also wenn ich jetzt ihre Reaktion beobachte und überlege, was war im Vorfeld, dann kann ich total schnell rekapitulieren, stimmt, das war jetzt gerade ungerecht und unbedacht und sie hat augenblicklich reagiert, ja, und dann ist das der Moment, wo ich die Chance habe, das wieder heilsam, also einfach zu heilen, indem ich darauf eingehe, das sehe, anerkenne und sage, stimmt mal, das war jetzt gerade nicht in Ordnung, tut mir leid. Ja? Das heißt, keine falschen Symptome, die Kinder zeigen. Genau, Kinder zeigen keine falschen Symptome. Und wenn Kinder Symptome zeigen, dann heißt es eigentlich, am System ist was falsch. Am Familiensystem, am Schulsystem, wo auch immer.
Und das muss ja gar nichts Dramatisches sein. Es braucht ja, wie gesagt, manchmal gar nicht viel, außer ein anerkennendes Wort, das die Gerechtigkeit sozusagen wieder etabliert. Und dann ist es wieder gut und dann ist alles wieder, ja, und das ist schon längst wieder vergessen. Es bleibt nichts hängen. Ja? Und das, finde ich, ist jetzt auch unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass nichts hängen bleibt, was sie dann mitnehmen ins Erwachsenenleben. Und dann muss man das machen, was wir alle hinter uns haben, dieses Aufarbeiten und Durchgehen und bla bla bla. Das wollen wir unseren Kindern ja eigentlich nicht zumuten. Ja? Wenn wir das im Vorfeld eigentlich schon abbremsen können, sodass die heil bleiben und ohne so unnötige Programmierungen aufwachsen. Ja, ja, und jetzt ist ja die Frage, was macht es? Ja, also hinterher aufarbeiten, wenn es denn noch möglich ist, sage ich, weil was da passiert jetzt in dieser Art von Zwangskonstellationen, ist ja, dass in die Seele etwas eingeschrieben wird, was heißt, ich folge dem Zwang, ich folge der Autorität. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, wo viele Bewegungen sich in den letzten Jahren hin entwickelt haben, dass Kinder zu ihrer eigenen Seele sich immer mehr bezogen fühlen, dass es da einen Selbstausdruck gibt, dass es da eine eigene Kreativität gibt, dass es da eine eigene Fantasie gibt, ja, mit der ich die Welt erschaffe. Das haben Kinder. Dafür kann man ihnen die Grundlage geben und den Schutzraum geben. Aber jetzt werden sie von ihrem Schutzraum noch mehr abgeschnitten, noch mehr zwangsbevormundet. Und das heißt, sie werden zu absolut hörigen Staatsbürgern. Das ist ja das, was man auch oft in totalitären... Also, genau. Man will sie dahin kriegen, aber das lassen wir nicht zu. Ja, beobachtet, wie du sagst, nehmt die Phänomene wahr, beobachtet sie gut, wie sie sich entwickeln, wie sie schlafen, wie sie essen, ob sie anhänglicher werden, ob sie mehr Kuscheln brauchen. Es ist auch oft, dass sie dann praktisch mehr Sicherheit brauchen von den Eltern. Auch von ihrer Mimik, wie du sagst, plötzlich komplett verändert sind. Und dann diesem Gefühl, dieser Beziehung Wahrheit geben. Das Kind geht es nicht. Ich sehe das als Mutter. Und jetzt ist ja die Frage, wer ist verantwortlich? Wenn der Staat, der immer meint, jetzt auch wieder Diskussion Kinderrechte, ja, der immer meint, er könnte sich ermächtigen, fürs Wohl des Kindes zu sorgen und in der Historie zeigt, dass er das nie wirklich getan hat, ja, nicht im Interesse des Kindes, dann bin ich bin doch diejenige, die beauftragt wurde als Mutter für dieses Wohl ergehen, zu sorgen, soweit es mir natürlich möglich ist, soweit ich das in meinem Gewissen vereinbaren kann. Ja. Und in dieser Beziehung, das hast du wahnsinnig schön ausgedrückt, steckt Wahrheit und zwar Zukunftswahrheit. Und jetzt kämen wir ja zum dritten Schritt. Genau. Lass dich von Lösungen überraschen. Ja. Ja. Genau, und da geht es darum einfach, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich als Mama, die fühlt, das will ich nicht, die merkt, das entspricht nicht meiner Wahrheit, das beeinflusst die Beziehung zu meinem Kind und ich will eine fließende Beziehung zu meinem Kind. Ich will nicht, dass da sich was zwischen uns schiebt, weil ich mein Kind in eine Anpassung, das Gefühl habe, ich muss mein Kind in eine Anpassung zwängen, weil was soll ich sonst tun? Ja, und das ist eben das ist genau der Punkt, wo wir uns einfach nicht in die Irre lenken lassen dürfen von der Annahme, dass wir nicht selbstermächtigt handeln können. Ja, wir können selbstermächtigt handeln. Und ein wichtiger Schritt dahin ist, sich klarzumachen, dass wir haben dieses persönliche begrenzte Denken. Ja? Und das persönliche begrenzte Denken, also aus meiner Persönlichkeit, Sandra Heim, ja, heraus beispielsweise, checkt Lösungen, fragt da, guckt hier, liest da, kommt schnell an eine Einbahnstraße. Ja? Und dann sind wir aufgefordert, an diesem Punkt, wo dieses persönliche Denken ans Ende der Einbahnstraße kommt und dann denkt, und jetzt, ja, nicht aufzuhören und nicht zu kapitulieren, sondern einfach offen zu bleiben, bis auf einmal der Beton vom Ende der Einbahnstraße sich aufweicht und als Illusion erpuppt und
Standhaftigkeit und Konzentration und Entscheidungskraft dann doch auf einmal etwas hinter der Mauer sichtbar macht. Und dann öffnet sich eine Tür und okay. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns von unseren begrenzten Gedanken nicht in die Irre führen lassen, in dem Sinne, wenn ich nicht sofort eine Lösung sehe, dann gibt es keine. Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt der Anfang eines inneren Pfades oder mystischen Pfad, wie man den auch nennt. Denn es geht eigentlich von dem Shift Verstandesseele zur Bewusstseinsseele um Einweihungserlebnisse. Also bin ich bereit, eine höhere Wahrheit zu akzeptieren, wie du sagst, aus meinem persönlichen Denken herauszutreten und in ein größeres Bewusstsein einzutreten, was eben nicht ich ist, sondern was unter Umständen von außen auf mich zukommt über Menschen, über solche Videos, über was ich zufällig lese, aber auch über einen Traum oder eine Inspiration unter der Dusche oder beim Autofahren kriege ich manchmal dann plötzlich so Inputs, ja, oder aber man kann es natürlich auch kultivieren. Das heißt, es gibt bestimmte Rituale oder auch Wahrheiten in Einweihungsvorgängen. Und eine davon, auf die würde ich gerne hinweisen, ist: Entscheide dich. In dem Moment, wo ich mich entscheide, dass das für mein Kind nicht gut ist, die Maske zu tragen und dass ich die Verantwortung tragen werde, dass etwas anderes geschieht, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist, wird sich etwas ändern im Leben. Denn das ist eine hohe Kraft in der Entscheidung zu sagen, ich richte, da ist ja eine Richtungskraft drin, ich richte mich jetzt aus, ich mache jetzt einen neuen Fokus auf. Mhm. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit ändere, jetzt sehe ich mein Kind ohne Maske. Ich kann es zum Beispiel imaginieren abends vorm Einschlafen. Ich kann den Engel des Kindes bitten, hilf mir, Lösungen zu finden. Ja, wir können diese Entscheidung, dieses neue Denken oder dieses höhere Bewusstseinsdenken jetzt kultivieren, indem wir das eben ritualisieren. Durch eigene Gebete, durch Zentrierung. Ja, wie ich sagte, abends vorm Schlafengehen das Neue zu imaginieren. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber das drückt aus, was du sagst, mit dem Dranbleiben. Ich weiß nicht, wann es auf mich kommt. Es ist ja eine kleine Demutsgeste. Es kommt eben nicht aus dem Ego. Es kommt aus dem Feld. Ja? Schwarmenergie, ja, hat Bodo Schiffmann das genannt. Das fand ich ganz schön im Sinne von, wir wissen, es gibt ein Feld, was auch was beantwortet, wenn ich meine Aufmerksamkeit und meine Resonanz entsprechend ausrichte. Absolut. Und das ist, ich finde schon, dass das Ich ist, aber das ist halt nicht das kleine Ich, sondern das ist das große Ich. Ja, und dieses große Ich ist unendlich, unbegrenzt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie Schneeflocken vom Himmel fallen. Und wenn das kleine Ich nicht mehr weiter weiß, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil das heißt, wir kommen an den Punkt, wo wir aus Verzweiflung vielleicht heraus, ja, und nicht weiter wissen heraus, sagen, okay, ich gebe jetzt auf, ja, und dann auf einmal hat das große Ich eine Chance, einfach durchzukommen, und das kommt vielleicht in Form von dem ersten Impuls. Und das müssen auch gar nicht sofort große, dramatische Entscheidungen sein, ja. Das sind einfach teilweise ganz kleine Impulse, die machbar, umsetzbar sind in dem Moment. Und du hast das auch im Vorgespräch gesagt, ja. Vielleicht heißt das dann, okay, ich sehe noch keinen Weg, ich bleibe aber offen für den Weg und jetzt versuche ich halt mit meinem Kind sozusagen zu vereinbaren, komm, noch eine Woche mit Mundschutz, ja, aber wir bleiben dran und wir werden eine Lösung finden, ja. Also da nicht in diesen Stress geraten, ich muss jetzt sofort wissen, wie sieht die perfekte Lösung aus, wie wandere ich aus, bla bla bla. Nein, das muss gar nicht so groß sein. Es darf ganz klein sein und von dort weitergeführt werden. Ja. Je kleiner, desto authentischer, würde ich fast sagen. Ja. Ja. Astro Todo. In dem Moment, wo du diese Richtung kultivierst, spürt ja auch dein Kind. Das ist nochmal wichtig. Es ist ja eine karmische Beziehung zwischen Eltern und Kind. Und wenn die Mutter diese Drehung macht, dann spürt die Wahrheit des Kindes, der Engel des Kindes, wie immer du es nennen willst, ist mir völlig egal, ja, das höre ich, geht mit, dann klinke ich wieder ein in diese gemeinsame Wahrheit, in diese Beziehungswahrheit, die auch unsere Schicksalswahrheit ist.
Und dann kann es getragen werden anders. Und das Kind spürt, wenn die Mama bei ihm ist und kann dann auch diese Woche zum Beispiel ja, leichter ertragen, weil es spürt, die Mama ist schon jetzt wieder in Resonanz, im Feld mit mir. Und wir kreieren was. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass die Antworten auch aus dem Kindermund kommen manchmal. Mhm. Da ist eine große Weisheit verborgen. Ja, und zwar vielleicht ganz unbeabsichtigt, weil die merken gar nicht, dass was durch sie durchgeht. Ja? Aber es geht durch sie durch und plötzlich steht die Antwort aus dem Mund vor mir. Ja. Ja? Aber es kann auch aus einer anderen Ecke kommen. Wir hatten ja eine Frau bei uns, die den Weg der Unverträglichkeitsbescheinigung gegangen ist, wegen der Masernimpfpflicht, mhm. war da, hat sich informiert mit dem Workshop, den es dazu gibt, hat eine Familienanamnese gemacht und kommt dadurch jetzt in diese Freiheit, das Kind nicht Masern impfen lassen zu müssen. Und der Zusatzgewinn in Tüttelchen war, dass sie über diese Impfunfähigkeitsbescheinigung auch von der Schulpflicht jetzt befreit werden kann. Ja. Weil dadurch in einen besonderen Gesundheitsstatus kommt, ja, und dadurch sozusagen die Maske nicht tragen kann und deswegen jetzt erstmal nicht in die Schule muss. Ja. Ist ja spannend. Das ist als Frucht von diesen ganzen Bemühungen, die sie hatte, so ganz nebenbei ergeben und sie ist ganz glücklich mit ihrem Kind zu Hause. Ja. Den Link zu diesem Workshop, den können wir auch noch in den Text zum Video posten. Ne? Also, ja. Mhm. Ja, wunderbares Beispiel zum Abschluss einfach, was passieren kann, wenn man sich auf diesen Weg einlässt und der steht uns allen zur Verfügung und das ist vielleicht auch das Schöne an den Herausforderungen gerade, dass sie uns an einen Punkt bringen, wo wir eben ans Ende einer Sackgasse kommen, aber dann erleben dürfen, hinter der Sackgasse tut sich eine ganz neue Welt auf, ja. Okay, also dann wünschen wir euch einfach alles Gute da draußen. Hoffen, dass wir euch inspirieren konnten, einfach eurer Wahrheit zu vertrauen und ihr zu folgen. Und wenn ihr Fragen oder Erfahrungen habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann postet das gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Ja, danke. Danke an alle da draußen. Danke. Tschüss.